Lieber Jussi, es ist so schön, dass du verlängert hast. Nochmal 2 Jahre Leipzig. Wie sind deine Gefühle dazu? Sehr stolz darauf, dass der Verein immer noch mich haben will. Weil ich fühle mich so wohl hier, das glaube ich wissen alle. Und habe die letzten bis jetzt 7 Jahre sehr, sehr erfolgreiche Zeit erlebt. Und das hoffe ich dann auch jetzt die nächsten 4 Jahre, dass wir noch mehr Erfolge erzielen wollen. Ja, du bist 2013 gekommen, damals in die dritte Liga. Was war das schönste Erlebnis seitdem? Ich glaube, da kann ich nicht nur einen Moment halt auswählen. Es gab schon viele. Wir haben so viele Highlights erlebt. Aufstieg in die zweiten, Aufstieg in die ersten. Erste Mal Champions League, erste Mal Bundesliga. Erstmal Pokalfinale und so weiter und so weiter. Also da gab es schon genug Highlights, deswegen kann ich auf gar keinen Fall nur einen auswählen. Weißt du noch, wie viele Spiele du für uns gemacht hast? Ich hatte 250 irgendwann letzte Saison. Ja, du bist jetzt bei 255. 255. Bisschen schade natürlich, dass du heute nicht spielen konntest. Ist das dann doof, wenn man so, man möchte wahrscheinlich dann bei so einer Vertragsverlängerung auch direkt nochmal zeigen, dass man es wert ist, oder? Ja, natürlich gerne. Aber wie die meisten auch wissen, war ich in der laufenden Woche verletzt. Ich konnte auch heute spielen. Aber dadurch, dass die Jungs so gut gemacht haben, da gab es keinen Grund, den Risiko einzugehen. Und dazu können wir auch Glückwunsch sagen zu 2 Jugendspieler. Joshua und Lucky. Und deswegen ist auch mal gut, dass die auch mal ein bisschen Zeit kriegt in die Bundesliga und zu zeigen, dass die auch irgendwann den Zeitpunkt erreicht haben, wo die auch bereit sind, für uns Leistung zu bringen. Ja, du bist wahrscheinlich auch ein großes Vorbild für die beiden, denn du bist ja hier schon so lange dabei und bist unser Rekordspieler und von daher ja auch irgendwie stehst du ja auch ein Stück weit für RB Leipzig. Findest du das gut? Ja, natürlich, klar. Weil ich war nicht den ganzen Weg, aber einen ganz großen Teil der Weg von dieser Vereinsgeschichte. Und deswegen bin ich auch stolz darauf, das erlebt zu haben, beigetragen zu haben. Und deswegen finde ich schon schön. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, lieber Jussi. Und nochmal Glückwunsch an dich und natürlich auch von meiner Seite aus eine große Freude, dass du noch länger bei uns bleibst. Bitte für immer am besten. Danke, bis dann.